eigenen Territorium sind Eindringlinge. Die Patrouille, die sie gefangen nimmt, wird belohnt. Patrouillen, denen es nicht gelingt, werden bestraft. Klingt, als hätten wir schon etwas bewirkt. Komme ich aber nicht hoch. Verdammte Scheiße. Das Beste an den Rebellionen war natürlich Kriegsherrn Shiaga, meine Vorfahren. Jeder Kroganer, der in eine Bar kommt, behauptet, sie sei seine Vorfahren. Aber wie viele haben die Clan-Brandzeichen, um es zu beweisen? So nah wollte ich ihnen nie kommen. Jetzt ist ihre Chance dazu. Sie sind auf meinem... Ich glaub's ihnen schon, Drac. Oh, hier gibt's Eisen. Oh, relativ viel. Okay, jetzt wird's... nach oben, jetzt geht's nach unten. Nein, nicht zu viel Rückwärtsgang, nein! Oh. Jetzt bin ich ja gleich hier ganz unten gelandet, ja, super. Warum habe ich es denn jetzt nicht mehr? Oh. So, war doch gerade eben auch da oben. Jetzt. Man muss sich überall Steilhänge geben, wo man sehr schön runterfallen kann und sehr schlecht hochfahren. Ich will einmal um der Katze ums Dorf. Kirsch ums Dorf. Ah, hier geht's hoch. Vielleicht. Meine Sensoren registrieren Kerntechnologie, Pathfinder. Mir egal, ich will erstmal das Ding. Es sind ja bei dieses Lager, na super. Ah, Pathfinder! Alle erwischt! Ja, sehr ruhig. Wir haben jetzt hier. Ja, der ist schon wieder. Ganz ruhig, Danny. Sie sind in Sicherheit. Mal wieder. Läuft ein Erstkontakt immer so ab? Das ist ja grauenhaft.
Das hier ist einfach zu viel für mich, aber Eos kriegt mich nicht klein. Ich werde ab sofort die Relikte studieren. Sie sind nur Maschinen, richtig? Dieses Mal bin ich auf alles vorbereitet. Ich werde. Den muss ich ja wieder aus irgendeinem Relikt-Dings rauszerren, weil er wieder rumgespielt hat. Wieder interessieren sich Tiere für unsere verschwundenen Kisten. Genau wie zuvor. Weggefressen wie an den anderen Orten? Anscheinend schon. Sam, laut Scan wurden die Lieferungen so terminiert, dass zu der entsprechenden Zeit niemand hier war. Die Lieferdaten wurden vorsätzlich manipuliert. Möglicherweise um Konfrontationen während des Diebstahls zu vermeiden. Diebe mit Herzen aus Gold. Für organische Analysen sind mehr Daten erforderlich, Pathfinder. Wo ist denn jetzt das Abbauding da hinten? Nicht schon wieder. Oh. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Warum gibt's kein Eisen? Das ist offen hier unten. Kiste. Oh, mit Schlüssel. Nee, ohne. Fahr erstmal da hoch, bevor ich nach unten fahre. Halt! Soweit. Muss gleich nach unten fahren. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind begrenzt. Wachungssonde aufstellen. Halt durch, Dan. Du hast es versprochen. Es spielt keine Rolle, dass ich krank bin. Du...
bist in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Das habe ich jetzt abgeschlossen. Die sind jetzt einfach komplett verschwunden, auch cool. Ich mache mal das hier. Und dann das da. Und dann da unten die Ressourcen. Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. What the fuck? Der Elektrospon war nicht angesagt. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Gibt's hier noch was? Scan-Modus sind die Dinger da. Wenn ich Scan ausmache, whoop, verschwunden. Mysteriös. So, das nächste war das hier. Und da dann hinlaufen. Beziehungsweise da abbauen. Und hier scannen wir doch. Darf jetzt. Ich empfange Kettsignale vor Ihnen, Pathfinder. Ja, das sehe ich. Jetzt auch. Gegner vor uns! Halten wir immer aus. Geht doch. Oh verdammt. Falsche Reihenfolge. Mensch! Oh ja, mein Blickfeld. Oh.
Komm doch mal hoch. Keine Munition mehr. Ziel defekt. Ich habe ein Überwachungsgerät der Kenke aufgetragen, Walter. Die sinnvollste Vorgehensweise wäre, es zu zerstören. Sie sind verwundbar. Schlagen Sie zu! Hier lebt noch einer. Verblitzelt. Du meintest, das wäre ein Überwachungsgerät. Wofür wurde es benutzt? Zur Beobachtung der Kolonisten. Wie es scheint, sammeln die Kent Daten über die Initiative. Jetzt schon? Können wir sie irgendwie aufhalten? Ich orte auch in anderen Lagern Überwachungsgeräte. Wenn sie aufspüren, kann ich die beste Vorgehensweise ermitteln. Das ist eigentlich genau wie auf Vault. Irgendwelche Geräte kaputt machen, die mir nicht angezeigt werden, wo sie sein können. Und ich auch keinen Questmarker dafür habe. Ja, aber zufällig alles abklappern muss, was irgendwo Bauwerk ist und ich weiß, ob da schon mal war oder ob ich da noch hin muss. Sind das Bruchstücke von irgendetwas Größerem? Ich kann nicht darauf zugreifen. Dieses Rätsel werden wir wohl niemals lösen. Noch mehr merkwürdige Tech, die einfach nur merkwürdig ist. Ah, da. Schau nach vorne und geh den nächsten an. Ich sehe dir zu und bin stolz auf dich. Eric Junior. Ende. Job erledigt, Erics. So. Da ist die nächste Quest und da ist wohl noch was zum Abbauen. Abbauen ist ziemlich schön. Muss aber gemacht werden. Sie auch sehr geschwitzt. Sie ist praktisch von überall zu sehen. Nein. Nichts zu scannen. Was ist das da hinten? Ein Zelt. Besonders. Initiativen Kerntech. So, ah, nur hier. Fahrzeug, dieses
Dieses Gerät ist intakt. Der Zerfall scheint das Ergebnis einer überstürzten Abschaltung zu sein. Durch die Systeme den Umwelteinflüssen ausgesetzt wurden. Aha. Nickel. Pathfinder, in diesem Gebiet können... Was für ein Anblick. Uns bleibt keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Wir haben Cat zu erledigen. Ich muss da hoch. Da oben ist sehr viel Eisen. Jetzt komme ich hier hoch. Mal ein bisschen Eisen. Oder ab der Zone. Dann zurück. Wieder runter. Aluminium. Sieh mal. Ein bisschen Eisen. Die Tür ab. Wer hat Ihnen das Schießen beigebracht, Harper? Ihre Haltung hat überhaupt keine Basis. Sie heißt Carita. Typisch für Asari-Elite-Soldatin, aber nicht für jeden geeignet. Ein Kroganer zum Beispiel würde dabei aussehen wie ein Wal beim Ballett. Immer noch besser als ein Salarianer, der am Deckenventilator hängt. Oh, hier gibt's C. Hier nicht mehr, weil ich aus der Zone raus bin. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Vielleicht da oben? Wenn ich da hochkommen würde, kann ich da nicht hoch. Mal gucken. Nein. Oh, hier gab es aber ganz viel Aluminium. Nein, stürm mich hier nicht. Das sind gleich zwei, ja, super. Viel aus. Jetzt wieder. Gil hat den Nomad perfekt auf Eos eingestellt. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Jeder Planet nutzt Tech auf andere Weise ab. Normalerweise so sehr, dass ich am Ende laufen muss. Na, hier bist du seitlich geslidet.
Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich will da hoch. Hier sind sehr viel Aluminium. Immer noch nicht leer, okay. Oh cool, die Abbauzone läuft außerhalb des Bereichs, wo ich noch handeln darf. Eisenanstieg. So. Die Mineralien an dieser Position wurden abgebaut. Das ist schön. Ab dahin. Großer See. Ob ich den Weg noch folgen kann? Der hier oben oder da unten? Da unten. Ja. Schade, dass wir keine Zeit haben, schwimmen zu gehen. Ich frage mich, wie Eos wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Stellen Sie sich mal vor, wie es wäre, eine Arschpuppe in dieses Wasser zu machen. Das sieht nach Ketek aus. Feinde im Anmarsch! Und ins Wasser gefallen. Ja. Nein! Blub, blub. Verdammt. Oh nein, ich habe ihn doch getroffen. Irgendwo lebt noch einer.
ganz in der Nähe ein Überwachungsgerät der Kette. Ich rate Ihnen, es zu zerstören. Wieder eins. Levelaufstieg. Diese Geräte scheinen die Daten über die Kolonisten an einen zentralen Ort zu übermitteln. Hast du einen Nachpunkt für mich? Noch nicht. Ich brauche noch mehr Informationen. Ein weiteres Überwachungsgerät sollte allerdings genügen.